Ja, sehr geehrte und liebe Anwesende, vielen Dank für die Einladung hierher und vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich entschuldige mich, dass meine Ausführungen zum Teil Überschneidungen enthalten zu Überlegungen in anderem Kontext, aber das ist einfach durch das Thema bedingt und nicht ganz zu verhindern. Angesichts antifeministischer und rechtspopulistischer Bewegungen und verschärfter Gewalt sagen heute viele: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Konflikte unserer Zeit werden brutaler und kennen keine festen Regeln. Sie konfrontieren uns mit dem Faktum, dass politische Macht mit Fremden- und Frauenfeindlichkeit einschließlich neuer Entgrenzungen und Tabubrüche erreicht werden kann. Die Rückkehr zum männlichen Prinzip scheint den Akteuren weniger zu schaden als zu nutzen. Allzu viele haben diese Entwicklungen nicht erwartet. So taucht zum Beispiel in Nachlesen der USA-Wahlen die ratlose Frage auf, ob unsere Art des liberalen Denkens uns von der Wirklichkeit abschirmt, ob auch eine feministische Generation sich vor Problemen verschließt, die sie selbst nicht direkt betrifft. Das Wort Gender ist zum ausgemachten Feind vor allem der nationalistischen Rechten geworden. Patriotische Plattformen, identitäre Bewegungen, Maskulisten, Männerrechtler, junge Alternative und so weiter wollen, ich zitiere jeweils, den Genderwahn stoppen, verstehen sich als Notwehr gegen die Diktatur des Genderismus, gegen eine verweiblichte oder entmännlichte Gesellschaft, halten Gender für eine Kultur des Todes, Gleichstellungspolitik für eine Entmannung ganzer Generationen und eine Unterminierung der Familien, Sexualkundeunterricht für homosexuelle Trainingsstätten, Genderforschung für feministische Umerziehungslager und eine Verschwendung öffentlicher Gelder sowieso. Es ist ein heilloses Gemisch aus Unverständnis, Vorurteilen und Häme. Auch in etablierten Medien ist ab und zu die Rede von gekränkten Männern und verletzter Männlichkeit, so als garantiere die unverletzte Männlichkeit eine harmlosere Variante der Dinge. Aber auch jenseits solcher Verzerrungen stellt der Genderbegriff manche Anforderungen an eingewohnte Vorstellungen von richtig und falsch, natürlich und unnatürlich. Der fortgeschrittene Gender-Diskurs kommt oft auch manchen Gutwilligen elitär und hermetisch vor, so als behandle er lediglich Randprobleme verrückter Minderheiten. Meines Erachtens steckt das Problem nicht nur in Hürden der Vermittlung. Es spiegelt auch eine verbreitete Abwehr, das Konzept Gender in einen größeren Zusammenhang politischen Denkens zu stellen. Der Gender-Anlass enthält das Potenzial, Pluralität für alle zur Einheit gezwungenen Menschengruppen einzufordern, indem er Geschlecht in seiner Vielfältigkeit und Plastizität ernst nimmt. Er stellt sich quer zu allen Kategorisierungen, die Pluralität zerstören, wie der Mann oder die Frau oder die arabische, die christliche, die westliche Kultur. Er weist solche Singulare mitsamt ihren vordefinierten Wesenszuschreibungen implizit zurück. Er definiert Geschlecht bekanntlich nicht als etwas, was man hat und ist, sondern als Lernprozess,
der von Generation zu Generation weitergetragen wurde, allerdings auch jede Menge unerwarteter Ergebnisse zeitigt. Er entlarvt die erzwungene Ordnung der Geschlechterzweiteilung als große Unordnung, die Männer und Frauen wie zwei gegebene Spezien handhaben will, statt als Symptom einer normativen Gewalt, die das plurale Spektrum und die Selbstentwürfe der so verschiedenen Menschen verkennt und verletzt. Geschlecht ist zu verstehen als exemplarisches Terrain, auf dem menschliches Leben sich in seinen pluralen Formen Geltung verschafft. Die Genderforschung hat damit wie kaum eine andere Disziplin ein kritisches Bewusstsein für die Erfahrung von Unterschieden entwickelt und Grenzsetzungen gewaltsamer Ordnungen aufgeweicht. Sie trägt dazu bei, illusionären Identitäten zu misstrauen und ihren Charakter als Verkürzung und Miniaturisierung menschlicher Existenz überhaupt aufzudecken. Die Fragen betreffen Grundlagen des Zusammenlebens und des Politischen, nämlich die Verschiedenheit jedes Menschen von jedem anderen. Eine so verstandene Pluralität war für Hannah Arendt eine unabweisbare Tatsache, die gegeben ist und die wir uns nicht aussuchen können. Zugleich eine moralische und politische Forderung. Wir sollen sie annehmen und wir müssen sie schützen. Sie ist zerstörbar. Und diese Zerstörung ist gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch ethischer Maßstäbe, mit der Zerstörung menschlichen Potenzials und mit dem Verfall des Politischen. Bejahung der Pluralität heißt Bejahung eines Zusammenlebens, das sich der Grundbedingung unserer Existenz als politischen, nämlich einer heterogenen Wirklichkeit zugewandten Wesen stellt. Heute wird Pluralität häufig reduziert auf bloße Vielfalt, Diversity. Solche Vereinfachungen suggerieren eine Harmlosigkeit, die Unterschiede zum bloßen vielstimmigen Vergnügen herabmildert. Pluralität macht aber die Welt nicht nur bunt, sie ist auch eine Quelle notwendiger Kontroversen. Sie verweist auf ein Zusammenleben, das sich nicht auf die Selbstbestätigung der jeweils eigenen Lebenswelt verdünnt. Und sie setzt selbst notwendige Grenzen. Unterschiede bilden eine Schwelle, die vor jedem Gegenüber überquert werden muss, einen Abstand, einen schützenden Einhalt, mit dem das eigene sich am anderen bricht. Pluralität verlangt einen Respekt, der verhindert, dass die verschiedenen verkannt, gleichgemacht und am eigenen Maßstab gemessen werden. Der Feminismus ist heute nicht nur mit aggressiven Gegnerschaften konfrontiert, sondern auch mit der Frage, inwieweit er sich vom politischen Kontext, den eigenen Grundlagen, entfernt. Das wäre ein Symptom des Fremdwerdens in einer Welt, die kein freundliches Gesicht zeigt, zu der man keinen vitalen Bezug finden kann. Fremdheit wird zur Metapher für Zugehörigkeitsverluste in einer aus ihren Ordnungs- und Sicherheitsgebäuden brechenden Welt, für das Scheitern des modernen Versprechens, dass wir uns einer nach Sinn und Verstand suchenden Welt wenigstens annähern. Das Gefühl, ich verstehe die Welt nicht mehr, verweist auf eine generalisierte Fremdheit,
in einer Welt, in der sogenannte Identitäten durch Fremde von außen bedroht scheinen, das Zusammenleben seine Vertrautheit verliert, sicher geglaubte Werte ihre Ohnmacht zeigen, das Modell der liberalen Demokratie an Grenzen stößt und wir uns in Kriegszuständen zu schwer greifbaren Feinden befinden. Das alles bereitet den Boden für eine Mentalität, die unerwartete Giftigkeit in die Diskurse bringt und eine Abriegelung vom Chaos der Gegenwart begünstigt. Was heißt Fremdheit? Fremdheit bezeichnet zunächst das Verhältnis des Eigenen zum Nicht-Eigenen. Es ist durchtränkt von einer Angst vor dem Ungewissen, das die Moderne auszutreiben versuchte, mit dem Ziel, eine eindeutige und kontrollierbare Welt zu schaffen. Die Moderne ist ein ordnungssüchtiges Projekt, angetrieben von der Abwehr des Unberechenbaren. Unberechenbar aber sind die Fremden, im Unterschied zu meines und unseresgleichen, nämlich den Freunden, oder zu deren Gegenbild, nämlich dem feindlichen Nicht-Wir. Die Fremden stehen gegen diesen Freund-Feind-Antagonismus, der die Seiten klar definieren und die Welt lesbar machen soll. Sie, also die Fremden, sind nicht einzuschätzen. Man kann nie wissen, was sie sind. Sie durchkreuzen die ordnende Macht des Entweder-Oder. Sie vergiften das Tröstende der Ordnung. Sie verkörpern eine Ungewissheit, die eine unkalkulierbare Gefahr signalisiert und einen Affront bildet gegen den Wunsch nach Beherrschbarkeit der Verhältnisse durch souveränes Organisieren und Können. Das Fremde muss handhabbar gemacht, angeglichen oder eliminiert werden. Wie sich herausstellte, erwies diese Eliminierung sich allerdings als unlösbare Aufgabe. Die Fremdheitsideologie ist ein patriarchaler Entwurf, der mit seinem omnipotenten Vorhaben, nämlich eine vom undurchschaubaren Rest gereinigte Welt herzustellen, an seine Grenzen stößt. Das Fremde bleibt unkontrollierbar. Ungewissheit bleibt die Mutter der Ängste. Sie torpediert den Anspruch, Herr im eigenen Haus zu sein und sich in einer Welt einzurichten, in der man sicher Bescheid und weiter weiß. Das nicht zweifelsfrei zu können, wirkt wie eine Demütigung der eigenen Souveränität, wie ein Diebstahl an einem beanspruchten Besitz. Zum Kern der Fremdheitserfahrung gehört diese Kränkung, die Einschränkung oder Amputation des Verstehens. Wer sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, sieht sich in eine fremde Welt versetzt, in der sich Wut und Hass ausbreitet, das Übersehene auch der innerhalb der eigenen Kultur. Wir umgeben uns lieber mit unseresgleichen, lassen uns unsere Meinungsbildung durch Gleichgesinnte bestätigen. Die Eigensicht wird dann wie in einem kollektiven Narzissmus zur relevanten Realität und als solche verallgemeinert. Das zur Eigenwelt nicht Passende bleibt fremd oder wird fremd gemacht durch eine Distanz, die das andere von mir und uns als das Fremde verschärft. Handelt es sich hier um eine Art Entfremdung, das heißt um eine strukturelle Zusammenhangsblindheit, um ein erzwungenes Verkennen, ein notwendig falsches Bewusstsein,
das die Einsicht in die gesellschaftliche Lage verstellt und die Machtverhältnisse wie durch eine falsche Brille undurchschaubar macht? Diese Sicht findet sich heute in aktualisierter Form auch in der Kritik am Neoliberalismus wieder, der das Ideal des politischen Menschen durch Menschen als Humankapital zu ersetzen sucht und uns Sprache und Verstehen raubt, bis sich niemand mehr der Gegenwart und Zukunft gegenüber rechenschaftspflichtig sehen könne. Demgegenüber war für Hannah Arendt das Verstehen eine nicht endende Tätigkeit, mit der wir versuchen, uns der Gegenwart zu stellen und entgegenzustellen. Eine Tätigkeit, ich zitiere, durch die wir versuchen, in der Welt zu Hause zu sein, das heißt, unsere Zugehörigkeit bekunden. Gerade weil wir als Fremde in die Welt hineingeboren sind und mit der Einmaligkeit jeder Person auch fremd bleiben, ist das Verstehen der Weg, uns in der Welt zu verankern und uns verantwortlich zu erklären. Es ist ein Verstehen, das auf eindeutige Ergebnisse nicht aus ist und sich unabhängig von Einverständnis und überkommenen Ansichten macht. Manchmal sogar unabhängig von der Frage, ob die Dinge überhaupt zu verstehen sind. Auch das Verstehen ist ein Risiko, das dem Irrtum nie entgehen kann. Arendt sagt weiter, wenn wir aber sagen, wir können nicht mehr verstehen, dann heißt das, wir sind zur Oberfläche verdammt oder wir verdammen uns selbst zur Oberfläche. Wir kommen nicht an die Wurzel der Dinge. Wir bleiben in einer horizontalen, flachen Sicht gefangen, die nicht in die Tiefe geht und keinen Dialog mit dem anderen mehr findet. Arendts Verstehen behauptet das Recht auf einen Platz in der Welt, bringt uns in die Welt, auch dann, wenn sie einem, wie Arendt an einem Brief mal sagt, wie einem Saustall vorkommt. Ich verstehe die Welt nicht mehr, heißt, ich kann nichts beurteilen, ich bin nicht zuständig und es ist unerträglich, überhaupt mit anderen in der gleichen Welt zu leben. Wir können uns nicht verstecken hinter einem Automatismus unschuldigen Nichtverstehens, so als sei es ein Schicksal und wir dessen Opfer. Handelt es sich nicht eher um ein Wegsehen, um sich bestimmten Realitäten nicht nähern zu müssen? Die Orientierung, der Orientierungs- und Machtverlust, der unser Verstehen angeblich behindert, ist ein ideologisches Programm, das die Homogenität der heilen Nation und des heilen Geschlechts anvisiert. Dieser Ruf wird aber wegen seiner Exklusivkraft zum gefährlichen Ruf und wegen seiner Unmöglichkeit zum vergeblichen Ruf. Wir brauchen einen Perspektivwechsel, um Fremdheit als eine Grundlage unserer Existenz überhaupt als menschliche Grundverfassung anzunehmen. Zugleich zu Hause und fremd zu sein, heißt, dass wir versuchen können, aus der Perspektive von Fremden zu sehen, ein Blick von anderswo. Wir sind selbst einbezogen als Subjekte, die zwar nicht außerhalb der fragwürdigen Bewältigungsstrategien der Fremdheit stehen, die aber die Ordnungs- und Sortierungsmacht mit ihren verbrauchten Vorstellungen vom eigenen und Nicht-Eigenen zu erkennen können und sich deren Zuschreibungen nicht fügen müssen. Ungewissheit, also Fremdheit, kann aus unserer Existenz nicht herausgewünscht werden. Die Herausforderung liegt im Einwilligen ins Unfertige,
mit dem das Los der Fremdheit seinen aktuellen Schrecken verlieren kann. Fremdheit wird zu einer Lebensbedingung, einer existenziellen Erfahrung. Sie verlangt voraussetzungslose Zugänge zum anderen zu suchen, sich bemerkbar zu machen und andere zu bemerken und im genauen Hinsehen urteilsfähig zu werden. Die Unruhe der Fremdheit kann einen unabhängigen Blick erzeugen und es erleichtern, in unserer Zeit zu leben. Es gibt keine andere Definition des menschlichen Individuums als die eines existenziell offenen Wesens, zu dem die Instabilität ebenso wie die Offenheit des Wir gehört. Die kritische Tradition, auch im Westen, kennt nicht nur das Gift der Fremdheit und das Tröstende der Ordnung, sondern auch das Gift der Ordnung und das Tröstende der Fremdheit. Fremd und zugleich zugehörig sein enthält die eigenartige Verpflichtung, das angestammte Eigene im Licht des anderen zu sehen. Damit bleibt das Fremde eine Invasion in unser System des Verstehens und Urteilens. Es stellt unsere Vorstellungen von Normalität in Frage und konfrontiert mit den Grenzen des Verstehens. Es wird zum Anwalt der Realität. Und wenn wir begreifen, dass wir Fremde unter Fremden sind, verlöre die Fremdheit ihre stigmatisierende Bedeutung und kann sogar zu einer Art von Freiheit führen. Das Ich verstehe die Welt nicht mehr verdeckt aktuelle Fragen. Zum Beispiel, wie können Gleichberechtigungsargumente zum Beleg für die Nicht-Integrierbarkeit der Fremden werden? Wie kommt die Verquickung des Neoliberalismus mit einer Zurückweisung von Feminismus, Multikultur und Menschenrechte zustande? Wie die Verbindung sexistischer Attacken mit einer Stabilisierung von wir der Westen und sie der nicht-westliche Rest? Wie konnte ein patriarchatskritischer Impetus sich verengen auf einen leistungsorientierten Karrierefeminismus und den Run auf weibliche Führungspositionen? Wie konnte, hier zitiere ich Nancy Fraley in einem neuen Text, wie konnte der soziale Ausgleich für ein falsches Emanzipationsverständnis und das Empowerment geopfert werden? Wie kommt die hämische Verwunderung darüber zustande, wieso Frauen eigentlich keine Brandmauer gegen den Rechtsextremismus bilden, beziehungsweise wieso eigentlich ein feministischer Jubel über Marine Le Pens Erfolge ausbleibt? Wie kann die Meinung entstehen, Feminismus müsse nicht studiert werden? Auch wenn die Wut derer, die den Genderabsichten nichts abgewinnen können, auf einem Mix aus Vorurteilen besteht, können wir nicht alle Wütenden einem sexistischen und rassistischen Sammelbecken zuordnen. Das Engagement für ein gendergerechtes und identitätskritisches Zusammenleben und für die Offenheit pluraler Menschenbilder enthebt uns nicht der Politisierung gewaltträchtiger Normen und der Auseinandersetzung mit den Schlüsselfragen der Machtverhältnisse. Es konfrontiert uns mit dem Untauglichwerden der alten Ordnungskräfte der Nation und der alten Identitätsschmiede eindeutiger Geschlechterbilder. Auch mit den feindlichen Seiten der Zivilgesellschaft und der Nachbarschaft aggressiver Männlichkeiten und disparater Frauenbilder. Wir wissen nicht, wie viel Fremdheit die Gesellschaften vertragen. Aber alle Fragen können die Fragenden selbst verändern.
Dabei kommen wir nicht von der Ungewissheit zur Gewissheit, sondern werden immer wieder zur Ungewissheit, also zur Fremdheit, zurückgeführt. Wir können uns die Menschen nicht aussuchen, die die Welt bevölkern. Wir können uns die Welt nicht aussuchen. Sie ist die einzige, die wir haben. Wir können uns aber entscheiden für ein politisches Denken, das die realen und verschiedenen Menschen einbezieht, auch die, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und wir können unsere Zuständigkeit und damit unsere Ansiedlung in der Welt nicht davon abhängig machen, ob wir alles verstehen oder nicht verstehen. Wir können aber Zeichen setzen, uns zu Wort melden und können wissen, dass die Welt eine gemeinsame Welt ist, in der alle beheimatet sein sollen. Das ohne Angst, Ressentiment und Selbstmitleid zu beherzigen, ist allerdings eine riesige Aufgabe. Vielen Dank. Kommen Sie zu mir hier. Kommen Sie zu mir. Einmal hier die Treppe runter. Genau, Sie bleiben gerade bei mir hier stehen, bitte, weil wir würden gerne, wie wir es besprochen haben, einmal noch in das Plenum, auch in das Publikum öffnen. Und ich gebe Ihnen mal hier das Mikro in der festen Annahme, dass es schon funktioniert. Ich glaube, ich kann es gar nicht gleichzeitig. Bitte schön. Frau Tümmerer, vielen, vielen Dank für diesen, es war fast unsere heutige Grundsatzrede, glaube ich. Sie haben vor allem, ich eröffne mal den, und Sie überlegen sich schon mal, was Sie fragen wollen. Was mich vor allem gerade beeindruckt hat, war die selbstkritische Analyse zum Feminismus selbst. Also wenn der Feminismus, wenn die Frauen- und Geschlechterforschung nichts entgegenhält, beziehungsweise die Anknüpfungspunkte nicht aktiv wieder aufgreift und sich anbietet, haben wir das Problem von unserer Seite aus nicht wirklich aufgenommen, verstanden oder geholfen, es zu lösen. Was sagen Sie selber, was muss der Feminismus denn tun? Was muss er tun, um eine tatsächliche Gegenstimme zu hörbar zu machen? Ich hoffe, dass mein Text gezeigt hat oder mit sich bringt, dass diese Antwort nicht so einfach ist. Also, ich habe ja ein paar Beispiele gesagt. Also, um nicht mich selbst zu zitieren, sondern die Nancy Friday, wenn sie also wirklich sagt, Moment, wo war das? Das habe ich nämlich erst vor ein paar Tagen gelesen, das fand ich schon eindrucksvoll, wie sie direkt sagt, dass der Feminismus geopfert wird, also so weitgehend geopfert wird im Moment für ein falsches Emanzipationsverständnis und für ein falsches Empowerment. Und das bezieht sich natürlich auf diese Vorstellung, Feminismus heißt Frauen in Führungspositionen. Also das, als ob der Feminismus darin aufgeht. Natürlich ist das eine wichtige Frage, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber wenn es zumindest für viele so aussieht, als sei das wichtigste Ziel, dass wir jetzt alle schön zu führenden Positionen und mit unseren schönen Seidenschals in bestimmten Etagen auftauchen und auch immer mit den Stöckelschuhen und so, das sind ja immer dieselben Bilder, die da auftauchen. Das ist ja die Frage, geht das bisschen wirklich von total an dem vorbei, was wir vor, also ich weiß, ich sage jetzt mal vor 30, 40 Jahren mal im Auge hatten. Das ist natürlich ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen die Frage von Henne und Ei. Also ich habe Sie nach der Eigenverantwortung gefragt und ich würde jetzt mal sagen, es ist ja auch eine öffentliche Wahrnehmung oder auch eine Reduzierung von außen, zu sagen, das, was heute an Feminismus noch passiert oder sichtbar ist, was wirklich im öffentlichen Diskurs ist, das ist ein Karrierefeminismus. Das ist auch ein, Sie haben selber gesagt, natürlich muss man Feminismus studieren, also auch das muss man ja berücksichtigen. Also die Vertreterin von Feminismus heute
haben oftmals auch einen anderen, nicht nur Hintergrund, sondern einen anderen Anpack, eine andere Sozialisation und grundsätzliches Interesse oder Umgang, eine andere Bildung von Anfang an mit Feminismus gehabt oder haben sie, als die Frauen vor 30, 40 Jahren, die vieles erstmal entwickeln mussten und diese Grundlage überhaupt erstmal analysieren und auch in Worte fassen mussten, in Theorien fassen mussten. Von daher ist es... will ich die Frage nur bedingt zurückgeben, sondern es ist vielleicht eher ein Kommentar, ist denn Sie möchten darauf reagieren. Die Innen- und Außensicht, also die Verantwortung des Feminismus. Ich wollte noch was sagen zu der ganzen rechtspopulistischen Dramatik und Problematik. Man kann so oft lesen, ein Erstaunen, ich habe das ja eben auch kurz gesagt, aber das war vielleicht alles ein bisschen schnell, das gebe ich ja zu. Oder ein bisschen kompakt, viel. Ja, zu kompakt. Sehr. Aber dass also sich tatsächlich, also gerade in den Medien, so viele darüber wundern, dass der Feminismus nicht eine Brandmauer gegen den Rechtspopulismus bildet. Mhm. Und also ich wundere mich darüber, dass man sich darüber wundert. Ich meine, erstmal ist es doch klar, ach so, ich muss vielleicht noch ergänzen, und genauso darüber wundert, dass es keinen feministischen Jubel gibt über Marine Le Pen. Die gibt es ja wahrscheinlich wohl wirklich nicht. Aber warum wundert man sich darüber? Ich meine, Frauen sind doch nicht aus einem Guss, die jetzt alle eine bestimmte politische Meinung immer schon vertreten haben und immer gegen etwas Bestimmtes sind. Wir müssten doch von Anfang an mit der sicher Schwierigkeit leben, dass Frauen sich über das gesamte Spektrum, politische und sonstige Spektrum, in der Gesellschaft verteilt. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Natürlich haben wir von wir gesprochen und haben wir gesagt, wenn wir Frauen meinten. Aber das war ja eigentlich kein reales Wir, also dass alle Frauen da irgendwie dahinter stehen, sondern das war ein emotionales Wir und auch ein virtuelles Wir, also das hatte aber nichts damit zu tun, zu vergessen, dass diese 50% der Menschheit nun alle aus einem Guss sind. Das ist ja die Pluralitätsforderung, müssen wir, wenn wir das ernst nehmen, genauso auf Frauen beziehen und haben damit riesige Schwierigkeiten am Hals, ist doch klar. Beziehungsweise, was heißt Schwierigkeiten? Wir müssen damit leben, dass die gesamten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Positionierungen sich natürlich im Feminismus im Prinzip jedenfalls widerspiegeln können. Es gibt nicht einen Feminismus. Ja, es gibt aber viele Feministinnen hier im Raum und sie haben uns ein bisschen, ich will gar nicht sagen ertappt, aber vielleicht ein bisschen... provoziert mit der thematischen Verschiebung von Empowerment, wo es mal losgegangen ist, die Befähigung von Frauen, die Unterstützung von Frauen, zu jetzt einem sehr, ja, so eine Art Profession fast schon von Feminismus. Es gibt aber ganz viele Frauen hier im Raum, die genau diese Empowerment-Phase mitbekommen haben, die selber ihre eigenen Verbände und Interessensvertretungen aufgebaut haben mit genau diesem Ansatz oder die auch aus der Arbeit kommen mit Frauen, die in der Empowerment eine große Rolle spielt. Ich möchte gerne das Wort an Sie geben und die Möglichkeit, ich sehe auch schon eine Wortmeldung, Frau Mertens, ich möchte gerne, dass Sie, Frau Helbert, würden Sie einmal das Mikro darüber, ich habe Sie auch gesehen, ich möchte Sie gerne bitten, aufzustehen und kurz zu sagen, wer Sie sind und wenn Sie mögen, von welchem Verband Sie kommen oder von welcher Organisation. Heide Mertens, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Frau Thürmer-Rohr. Ich fand das Wichtigste an Ihrem Vortrag, dass Sie dargestellt haben, dass wir eben genau diese Vielheit anerkennen müssen und eben, dass wir alle miteinander fremd sind. Und ich glaube, das fände ich nochmal interessant, auch in Bezug auf Feministinnen, unterschiedliche Frauenorganisationen, Standpunkte, wenn sie zu spiegeln. Weil ich finde, die größte Herausforderung heute ist ja zum Beispiel, dass wir als Frauen auch dann eben mit der Neugier, die Sie beschrieben haben, und der Offenheit auf Frauen anderer Religionen zugehen. Also weil vielfach speist sich ja auch die Schwierigkeiten heute durch so eine Ablehnung uns sehr fremder religiöser Überzeugungen, die aber auch ja von Frauen offensiv geteilt werden. Konkrete Frage, Frau Mertens? Also wenn Frau Thürmer-Rohr da zwei... Können Sie sagen, was Sie, wie Sie das sehen, ob Sie das... Ja, also, ich meine, im Grunde müssen wir uns überhaupt ja nicht wundern. Ich glaube, es hat wohl noch kaum jemals in der Geschichte eine solche, also durch Globalisierung, eine solche ungeheure
also Vermischung von Erfahrungen und so weiter gegeben, wie das heute ist. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir das einfach können. Wir können es nicht so einfach. Also mit, das heißt, die Fremdheitserfahrung als selbstverständliche Bereicherung unseres Lebens, das, mich ärgert das auch oft, wenn das so beschönigt wird. Es ist ein Problem. Mhm. Aber ich will einfach davon ausgehen, dass es ein Problem ist, dem wir uns stellen müssen und auch können. Nicht nur müssen, also als große Strafe, sondern dass wir das auch können. Dass wir, also da ist einfach die Arendt immer wieder für mich eine wunderbare Quelle, die sagt ja, Menschen sind weltbegabt. Das heißt, also für diese Welt begabt. Wir können etwas, wir müssen uns nicht nur in unsere vier Wände und unser eigenes und unser Vertrautes und unser, dies alles da nur da wohlfühlen oder überhaupt leben können, sondern die Konfrontation eben auch mit anderen Religionen, was Sie gesagt haben, die ist ja auch in dieser Weise, wie sie jetzt geschieht, im Grunde neu. Also in dieser Heftigkeit, in dieser Nähe auch, glaube ich, ist das noch kein Lernprozess, den die Generationen für uns, vor uns hätten tun können. Mhm. Vielen Dank. Hier gab es eine Wortmeldung. Sie haben das Mikro schon. Ja, Marion Böker. Ich bin vom Deutschen Frauenring und außerdem habe ich ein Beratungsunternehmen Menschenrechte und Genderfragen in Berlin. Ich arbeite auch international sehr viel in beiden, also Organisationen wie Firma. Erstmal möchte ich Ihnen danken, dass Sie Hannah Arendt zitiert haben und Ihre Gedanken geteilt haben, wie immer gender-scharfsinnig, also auch durchaus provokant. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist, mich wundert, dass Sie nicht noch weiter ausgeholt haben und dass hier in diesen Beiträgen oft bei Rechtspopulismus stehen geblieben wird. Ich finde das schüchtern, zurückhaltend, viel zu wenig. Das ist, als wollten wir es nicht benennen. Also gerade in diesem Land auf der Basis des Holocaust, auf der Basis des Nationalsozialismus müssten wir doch auch von Rechtsextremismus reden. Denn hinter dieser einerseits patriarchalen Kultur der Zerstörung und Tradition des Fremden als Ablehnung, die Frau als Besitz oder Bedrohung, wenn sie denn weitergeht, als sie soll und dem Mann nicht gefährdet, etc., ist ja auch der Rechtsextremismus oder der Krieg, den wir heute eigentlich auch durch ISIS oder Daesh erleben, ein Konfrontalangriff gegen Frauen. Also gegen Frauen und Mädchen als Personen, nicht mal nur, was sie denken und ob sie so weit wie Feminismus denken, wenn das denn weit ist. Also das ist so das eine, denn im internationalen Dialog merke ich ja, dass mit Nigerianerinnen, jesidischen Frauen, Mali und so weiter, das kann man ausweiten, syrischen Frauen mit Sicherheit auch, die Drusinnen, also verschiedene Religionsgruppen, die erleben, dass ihre, entweder sie selber oder ihre Anverwandten ermordet werden, verschleppt werden etc., also so brutal, wie einige mir gesagt haben, wie sie sich bis ins Mittelalter nicht erinnern können. Und da geht es nicht um irgendwas Vermitteltes, sondern die Frau zu vernichten ist die einzige Überspielung und Rechtfertigung, die diese meistens Männer haben. Dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, den ich so in den Raum werfen möchte. Sie haben ja gesagt, man wundert sich nicht und so weiter. Es sind auch Frauen, die das unterstützen. Also durch die nicht konfrontative Entgegenstellung, nicht, das Nicht-Kontern, Nicht-Entziehenden Widerstand, der nicht geäußert wird, das leise Wegducken, Rechtsradikalismus ist es eben nicht, sondern es ist eben Populismus. Also vielleicht trifft man sich doch nochmal und redet nochmal. Sind solche Begegnungen, wo ich denke, das reicht nicht. Mhm. Und da verschwimmt es ja auch. Und es wird oft gesagt, Frauen, also hier in Deutschland extrem, Frauen seien besser und für den Frieden und diese ganze eine Argumentationsebene, also das müssen wir durchbrechen, also das muss schärfer werden. Also ich verspreche, über Rechtsextremismus reden wir heute auf jeden Fall noch. Sie? Also was die Verschärfung anbetrifft, bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt aus diesem Text das nicht alles aufnehmen wollte, weil es ja auch die Überschrift hier von dem Kongress war. Ich kann aber vielleicht noch mal kurz sagen, nach meiner Auffassung und Beschäftigung mit der Fremdheitsthematik ist letztlich die Fremdheit
eine Ideologie, also das Reden über, das Denken über Fremdheit, eine Ideologie, und zwar eine patriarchale Ideologie und eine Ideologie, die gerade im deutschen Nationalsozialismus eine riesige Vernichtungsrolle gespielt hat, nämlich die Reinigung der eigenen Nation und Gesellschaften und so weiter, die Reinigung von allem Nicht-Eigenen oder was als Nicht-Eigenes erschien. Insofern ist das Thema eigentlich das Tiefste, das Wichtigste, das Brisanteste, finde ich, mit dem wir uns zu beschäftigen haben. Und dass Frauen jetzt am Beispiel des Nationalsozialismus da nicht nur eine Opferrolle gespielt haben, sondern eine tätige Rolle auch gespielt haben, wenn auch häufig aus marginaler Position, aber nicht immer, das haben wir ja nun über fast Jahrzehnte untersucht und analysieren versucht und öffentlich zu machen versucht. Ich glaube, da hat der Feminismus auch eine große Rolle gespielt, um das zu tun, um nicht zu sagen, aber es ist, kommt ja nie so richtig immer bei allen an. Das ist so. Haben wir noch eine weitere Frage aus dem Saal? Ja, ich habe noch eine Frage. Hanne Güntner von der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik. Ich hätte als Frage, mich beschäftigt zurzeit sehr, ob nicht so eine Art Heimatlosigkeit oder fehlende Grundlage aufgrund des Nationalsozialismus. Das heißt, also an mir kann ich feststellen, ich mag keine deutsche Nationalhymne singen. Und wenn in anderen Ländern die gesungen wird und alle ergriffen dastehen, dann kommen mir die Tränen, weil ich das nicht kann. Und ob das nicht so eine Art fehlende Grundlage ist bei vielen Leuten, weil es gibt eben nur die rechte nationale Ebene, die das dann bietet, und andere tun sich vielleicht schwerer, die jetzt dazu führt, dass eben diese rechten Strömungen wieder mehr Zulauf haben, um sowas eben anzubieten, weil wir nichts Neues irgendwie kreiert haben, so. Also, und dann stelle ich fest, dass wir eigentlich viel zu wenig von Geschichtswissen haben, um uns den Eurozentrismus oder diesen noch kolonialen Gehabe, das uns irgendwie noch anhängt, um uns davon zu entfernen, um uns davon zu distanzieren. Ich glaube, wir haben das noch sehr stark. So, das ist die eine Seite, und ob Sie da irgendwie was dazu sagen wollen. Und vielen Dank. Wir haben noch 2-3 andere Fragen. Vielleicht lassen wir es erstmal einmal so stehen. Ich wollte noch was zu der Karriere sagen. Ja, bitte. Weil mir geht es so, dass ich denke, wir haben den jungen Frauen, also ich komme ja aus der Mädchenarbeit, wir haben den jungen Frauen immer gesagt, du musst gucken, dass du beruflich erfolgreich bist, damit du dich selber ernähren kannst, damit du auf eigenen Füßen stehen kannst. Und gut, Sie haben es auch gemacht. Richtig so. Dankeschön. Danke, Frau Thürmer-Rohr. Ich glaube nicht, dass man irgendwas kreieren kann, was jetzt sowas wie Heimat ist, weil wir das verloren haben, beziehungsweise weil dies beschmutzt ist sozusagen in Deutschland. Jedenfalls für unsere Generation, für die Alten. Mhm. Ich sehe das eigentlich als eine große Chance an, dass wir auch eine andere Art von, ich sage jetzt mal das Wort Heimatbegriff, entwickeln könnten. Mhm. Und auch da, Entschuldigung, wenn ich nochmal Arendt zitiere. Arendt sagt ja, dieses Engagement für die Welt ist wie ein Heimatgefühl. Das ist aber ein Heimatgefühl, was ich nicht auf meine kleine Stadt oder meine, weiß ich nicht, mein Kiez oder was bezieht oder meine Familie, sondern das ist ein Weltbegriff. Es bezieht sich auf die Welt, die Ansiedlung, die Verankerung in der Welt durch die eigene Zuständigkeit. Das finde ich einfach grandios, also das so zu betonen. Und nicht immer, wir müssen noch wieder was finden, was uns hier irgendwie im Kleinen, ins Kleine bringt. Übrigens, ich finde auch eine gewisse Ironie zu diesem Thema. Also ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Es ist doch gestern so ein Stück von, in allen Briefkästen verteilt worden, ein Stück Zeitung, wo Angela Merkel auf die Frage antwortet, was ist Deutsch? Das geht ja in die Richtung. Und ich habe mich derartig totgelacht, was sie da gesagt hat. Das ist nämlich von A bis Z, hat sie zu jedem Buchstaben etwas gesagt. Und das ist so voller Witz und voller einer solchen Ironie, dass man also
dass ich finde, das ist ein Fortschritt, wenn eine Kanzlerin eines Landes das so ironisch darstellen kann, ohne zu formulieren, dass sie das eigentlich blöd findet. Ja. Also. Gut gewahrt. Behalten Sie das Mikro ruhig. Ich habe eins. Ich hatte hier vorne noch eine Meldung. Gibt es noch eine zweite? Dann schließe ich ab mit einer Frage von Lisi Meyer. Ich hätte noch eine Frage, weil Sie vorher Marine Le Pen angesprochen haben. Wir merken ja ganz oft, dass jetzt das auch eine Strategie ist der Rechtspopulisten, Rechtsextremistinnen, dass man sagt so, oder dass man über weibliche Führungspositionen geht. Wir sehen das in Polen, wir sehen das in Deutschland mit Frauke Petry, wir sehen das auch in Frankreich. Und für mich wäre da schon nochmal auch die Fragestellung, was Sie für Strategie oder was Sie vielleicht auch für Ideen haben, wie wir da auch nochmal dagegen stehen können. Ich habe vorher ja ein paar Beispiele benannt. Also da gibt es Frauen, die jetzt ein antifeministisches Bild zeichnen. Mhm. Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern wir sehen das in ganz Europa. Vielen Dank. Sehr gerne. Also ich kann nur ganz kurz, ich würde sagen, wie eigentlich immer, wenn die Argumente eigentlich nicht ankommen, das ist ja so oft, geht es einfach darum, das zu leben. Wir müssen es leben. Weiter, also das tun, also entsprechend handeln. Und es gibt genug Menschen, mit denen zusammen das auch möglich ist, Frauen. Das ist doch ein guter Abschlusssatz für Ihren Vortrag und diese kurze Diskussionsrunde. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie heute zu uns gesprochen haben. Sie bleiben auch noch einen Moment und mischen sich hoffentlich auch noch ein. Vielen Dank, Frau Professor Kümmerer.